Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zu einem neuen Part Mario Maker für den 3DS mit dem Zwergenfürst. Wir starten heute in Welt 2 meiner eigenen Levels im Speicherbot. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Das sind 4 weitere Levels, die ich erstellt habe, die wir heute mal durchspielen werden. Ja. Unterwasser Irrgarten. Das klingt ja schon spitze. Leben, ich hol mir Leben. Leben sind immer was Gutes. Ja. Ein Unterwasserlevel von mir kreiert. Ich gehe mal in diesem Irrgarten alle Wege entlang. Ich weiß natürlich, wo es lang geht. Ich kenne die Wege natürlich, habe ich ja selbst erstellt. Ich zeige aber alle mal, wie man machen kann. Deshalb, ja, kann man dieses Level sehr schön präsentieren. Wird ein bisschen dauern. So, hier geht's runter. Vielleicht kann ich ja vielleicht mal nebenbei so mal erwähnen, was mich so in letzter Zeit privat so bewegt. Na, sehr viel Privates erzähle ich ja nicht. Und Hammerbruder. Nice. Aber das kann ich ja erzählen. Ich ist ja relativ wenig privat. Also es betrifft schon YouTube. Ja, ich und Privatleben gibt es ja relativ beschränkt bei mir. Ich nehme, wie ich ja schon bestimmt in einem der letzten Videos gesagt habe und erwähnt habe, jetzt schon für den Adventskalender 2017 auf. Ich produziere fleißig vor und ja, damit ihr im Dezember dann ordentlich Adventskalender-Videos gucken könnt und täglich pünktlich ein Überraschungsvideo für den Monat Dezember, für den Tag halt im Dezember bekommen könnt. Hammer, Bruder! Hey, ihr habt ja gesehen, was da kommt. Noch ein großes Pilz tut am Ende des Spielreichen hier. Und das ist also ein Sackgasse, kann man so sagen. Und ich bin halt jetzt im November, also der Monat November ist für mich sehr, sehr stressig. Da gibt es vieles, was mich sehr aus der Fassung bringt, ja. Zumal ich jetzt auch 3 Tage beruflich verreist bin, die nächsten Tage. Also jetzt, wenn ihr das Video seht, morgen bin ich dann verreist. Das heißt, ich muss auch ein wenig vorproduzieren. Ihr werdet jetzt 2 Videos sehen in den 3 Tagen. Ja, mehr kann ich leider nicht bringen. Das ist mir leider nicht ganz gelungen. Mehr kann ich leider nicht bringen, das ist mir leider nicht ganz gelungen. Ja, es ist halt irgendwie jetzt im November sehr, 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 sehr stressig für mich. Deshalb verzeiht mir auch, wenn ich ein bisschen durch den Wind bin in manchen Aufnahmen hier. Und mal etwas vermassle oder nicht wirklich richtig mache oder irgendwie, ja, versaubeutle. Ihr kennt den Grund jetzt, das ist ja, ist so, dass ich ständig auch im Kopf habe, wie der Adventskalender geplant werden muss. Viele neue Projekte, die da kommen soll, jeden Tag was Spezielles sein. Es ist sozusagen ein spezieller Special Adventskalender mit Formaten, die ihr von mir nicht so alltäglich seht. Das sind also Videos, die nicht so Zwergenfürst-typisch sind. Und das macht ein bisschen Aufwand, das zu planen und da auch dran zu denken. Ja, die Zeit ist eh schon knapp. Ich gehe dann auch noch arbeiten. Das kommt dann auch noch dazu. 8 Stunden am Tag. 40 Stunden die Woche. Und dann ist dann auch noch abends Zeit, also tagsüber habe ich relativ wenig Zeit für YouTube und ist erst abends Zeit, um irgendwas zu machen. Und dann bleibt relativ wenig
Freizeit und dann, ja, ich will mich gar nicht beschweren, ich mache das gerne, das ist auch kein Problem, ich nehme das gerne in Kauf, auch diesen Stress in dem Monat vom Dezember, November, ja. Aber ihr müsst halt auch wissen, dass ich jetzt im Durchschnitt an einem Tag 3 Videos drehe, nach der Arbeit, ab 17 Uhr und tagtäglich so, ja, ich sag mal, frühestens um 1 fertig bin mit allem Schnitt drum und dran und so weiter und gegen 2 erst im Bett bin und dann auch dementsprechend, und da gibt es eine Feuerblume, die holen wir uns nicht. Na doch, ich kann es euch zeigen, was dann passiert. Da passiert relativ wenig, außer dass ich nicht mehr weiterkomme. Das ist ein bisschen blöde hier. Nein, den kann ich nicht. Ja, und da steht mir das ein bisschen, aber ich komme halt hier dann nicht mehr durch. Und da unten auch nicht mehr. Tja, ist man hier gefangen. Am Arsch sozusagen. Bleibt einem nur noch das Level neu starten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei den 3 Videos am Tag. Und ja, da fehlt es mir auch ein bisschen an Schlaf. Mangelerscheinungen von Schlaf. Es ist generell ziemlich bescheiden in letzter Zeit. Ich will jetzt kein Mitleid von euch haben. Das ist, ich will jetzt nicht nach Mitleid betteln. Aber ja, ich bettel vielmehr nach Verständnis. Also Verständnis darum, dass halt auch manchmal ein Video ausfällt oder halt zum Beispiel jetzt Mittwoch, also morgen, kein Video kommt, weil ich es nicht geschafft habe vorzuproduzieren. Ich bin halt in der Vorproduktion von anderen Sachen. Vom Adventskalender. Das heißt, ja, nehmt es mir bitte nicht übel. Ich tue mal mein Bestes und ich hau immer ordentlich rein und ja, verzeiht es mir, wenn ich dann mal auf dem falschen Weg bin und halt irgendwie auch mal ein bisschen, ja, neben der Spur bin. Das wollte ich nur mal angesagt haben, hier ist schon gleich das Ziel, ja, ein schöner Irrgarten, den ich ja gebaut habe. Zudem bin ich jetzt noch erkältet, das zerrt immer noch an meinen Nerven. Nochmal zusätzlich dazu. Ja. Hören wir mal auf, über dieses Thema zu reden. Ja. Sehr ulkiger Titel. Ist wohl ein Level, das vom Grundprinzip her an Resident Evil erinnern soll. An den ersten Teil. Mit den Gewölben hier. Und die Knochentrockens, die sind dann die Zombies. Okay, der Pilz hat relativ wenig gemacht. Fehlprogrammation. Programmierung meine ich natürlich. Dann geht es nochmal hier lang. Das ist eigentlich ein Sackgassenweg. Den Weg sollte man eigentlich nicht nehmen. Ich zeige euch mal, wie es läuft. Man muss ja alle Wege zeigen von dem selbst erstellten Level. Puh, Bowser! Und da gibt es einen Geist. Ja. Das Item lohnt es sich, das zu holen? Wahrscheinlich eher nicht. So, zack. Item. Da ist ein Pilz drin. Bringt relativ wenig, weil der auch sofort verschwindet. So. Noch ein abschließender Satz zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Oha, kommt man da überhaupt noch hoch? Ja, man kommt da hoch. Nice. Gut programmiert. Der Satz zum Thema. Ich hoffe, ihr nehmt es mir wirklich nicht übel. Ich habe Verständnis für den kleinen Zwergi, der jetzt sehr vollgepackt ist mit Aufgaben. Und keine freie Minute mehr sieht. Wie gesagt, ich will kein Mitleid. Ich will nur euer Verständnis. Ich mache es ja gerne. Und ich freue mich auch selbst schon auf den Adventskalender 2017. Da werden wir gemeinsam Spaß haben. Oh, eine Buhu-Kanone. Ja.
Ich tue das sehr, sehr gerne und ja, Vorfreude auf den Adventskalender. Mir fehlen heute auch ein bisschen die Worte, ja. Wie gesagt, ein bisschen durch den Wind bin ich, durch die Vorproduktion. Ich reiß mich zusammen und ja, gebe mein Bestes. Und jetzt mal wieder aufs Thema konzentrieren hier. Zwergi, hör auf zu labern. Irgendwann ist dann auch gut. Langsam kriegen die Zuschauer das Gefühl, dass du wirklich Mitleid haben willst. Ah, sieht schlecht aus, das sieht sehr schlecht aus. Ah. Der Endgegner nur Resident Evil 12. Sozusagen der 12. Teil von Resident Evil. Ja. Sieht hoffentlich besser aus als das hier. Naja, will man doch stark hoffen, oder? Wenn Resident Evil nicht so aussieht. Aber die Farbe der Wände und die Sache an sich erinnert schon sehr stark an Resident Evil. 19 Leben habe ich noch. Na, das werde ich doch bestimmt schaffen. Nicht so wie im letzten Part, wo ich es versaubeutelt habe bei dem letzten Level. Boah, soll auch vorkommen, dass ich an meinen eigenen Levels verzweifle. Schaut dazu den letzten Part. Mal sehen, wie ich diesen Part nenne, nach welchem Level ich das benenne. Der letzte Part war nach meinem Lieblingslevel Nightmare of the Dwarf benannt. Resident Evil kann ich schon daher nicht nehmen. Für den Titel, da ja, urheberrechtliche Gründe, obwohl bei Games geht das eventuell irgendwie, aber nicht mehr bei Mario. Nein. Bei Resident Evil Let's Plays lässt sich das machen, aber ja. Ich muss ja ein anderes Level nehmen. Was war denn nochmal das erste Unterwasserlevel? Okay, ja. Labyrinth, kann man da irgendwas mitmachen in Thumbnail? Ja, weniger. Mal schauen, was noch so für Levels kommen. Vielleicht kann man daraus eine Idee für das Thumbnail machen. Ich bin immer während der Aufnahme schon am Denken, was ich im Titel und im Thumbnail machen kann. Heute rede ich ein bisschen laut. Ja, mache ich normalerweise nicht so gern laut. Aber auch ein richtiges Arschloch-Level hier. So kann man einen Part auch in die Länge strecken. Ja. Vor dem ersten Part hier von meinen eigenen Levels, also von dem letzten Part, hatte ich ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst darum, dass die Parts zu kurz werden. Und dass ich es nicht schaffe, dass halt die Levels, meine eigenen Levels, zu kurz dauern. Dass ich die Lösung kenne und. Aber ja, wenn ich hier ordentlich fehle. Und da kriegen wir die 25 Minuten auch locker voll. Haben wir auch gleich eine richtige Partlänge. Wieder zurück. Türen. Das ist auch eine ordentliche Sache. Die Türen einzubauen, das hat ordentlich Spaß gemacht. Kann ich euch nur empfehlen, in eure Mario Maker Levels Türen einzubauen. Das ist ordentlich spaßig. Lohnt sich. Hätte die Blume benötigt. Da ist schon die Zielflagge. Ich sah die Zielflagge. War dicht dran und versagte. Oh, Schande über mich. Jetzt werde ich zum lyrischen Dichter hier. Oder was? Zwei Türen. Das eine führt ins Nichts. Schon in irgendwas, aber. Führt in eine Sackgasse und die andere führt weiter zum Ziel. Ja, ist doch ein gruseliges Spukhaus hier. Gruselig relativ. Nur gruselig ist es, weil man hier sehr oft verkackt. Zu viele Zombies. Und ein Goomba. Was der Goomba nochmal darstellen sollte, weiß ich nicht. Könnte Lucas Baker darstellen. Angst. Ja, es ist doch nervig hier mit Bowser.
Übrigens schön im Mario Bros. Spiel stehe gehalten. Vom ersten Mario Bros. Sehr schön. Sehr gut gemacht hier. Der Mario Bros. Stil passt auch. Mario New Super Mario Bros. U, das hätte hier nicht so gut gepasst. Zum Thema. Zur Thematik. Ah, diese Stelle ist immer so nervig. Und der Knochentrocken, der ist hier richtig fehl am Platz. Richtig dolle fehl am Platz. Der nervt so richtig. Und da kann man nur als Kleiner durch, oder was? Ist das arschlochmäßig? Ich komme im zweiten Level nicht mehr weiter. Ach du Schande. Und das als zweites Level. Ach Mann. Level, in dem ich so verkackt bin, das war auch ein dunkles Level. Yeah. Ich muss heute auch noch andere Sachen aufnehmen, Mario. Ich bin eng im Zeitplan. Also wenn hier was nicht passt, dann stresst das mich noch mehr. Also wenn der Part nicht ganz glatt verläuft. Das ist nicht so schön. Ich hätte gerne einen ordentlichen Part, der schnell vorbei ist. Gerne auch einen kürzeren Part. Ja, nice. Vorbei an die Zielflagge. Oh, nice. Endlich geschafft. Nach dem nächsten Versuch. Ja, YouTuber machen Musik. Ah, ein lustiges Level. Level. Daran habe ich mal mit ein bisschen Musik-Dingern gearbeitet. Mit solchen Musikblöcken. Die kann man nämlich auch einbauen. Die hier. Hört diese Soundblöcke. Bah. Bah. Ein Auto. Babawagen. Ötschig von Babawagen. Ja, das Video hat. Das Level habe ich designt, als das Lied noch sehr aktuell war. Wapp. Ihr könnt euch vorstellen, was. Wapp. Wapp. Mit den Münzen geschrieben. Ja, war höchst aktuell. Beide Lieder waren für mich sehr aktuell zu dieser Zeit. Könnt euch ausrechnen, zu welcher Zeit ich das aufgenommen habe. So ein Level hier. Nicht allzu schwer, aber. So. Zack. Hier kann man dann natürlich nicht durch. Ja, und da muss man sich erstmal treffen lassen. So, zack. Erstmal klein werden. Sonst kommt man da nicht durch. Ist natürlich auch ein Trick hier. Durch die Flamme, die brauche ich hier. Ich lasse mich rüsten. Zack. Die Roast Yourself Challenge. Ja, für die YouTuber, die Musik machen. Ah! Sollte dann natürlich nicht passieren. Relativ einfach. Man kann hier relativ wenig machen, um zu verkacken. Genau so. Ja, die Sounds kann ich leider nicht einblenden. Ja, Louis wird mir das Video wieder sperren, wenn ich das zwischendurch einblende. Ja. Ich glaube, ApoRed hatte da nichts so dagegen. Da habe ich, glaube ich, schon ein React-2-Video gemacht. So dramatisch war das gar nicht. Das durfte ich, glaube ich, sogar. Das war da gar nicht so dramatisch. Der hat, glaube ich, auch gesagt, man darf ihn parodieren. Parodier mich, du Gau! Genau so. Die Rang hinauf auf die Wolken. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ein sehr altes Lied, ja. Das ich eigentlich auch nicht mehr kennen dürfte. Drei Bowsers auf einmal. Joa. Hier die Ziel-Axt für den Zwerg. Und drei Bowsers auf einmal besiegt. Juhu. In einem anderen Stil. Da ich in einem anderen Stil von 3D-Land was abgekupfert. Versucht ein 3D-Land-Level nachzubauen. Vielleicht erkennt man es aus meinem Mario 3D-Land-Let's Plays. Wird zwei Luftschiff, wie gesagt. Wie gesagt, im letzten Level gab es eine kleine Überraschung. Ein kleines Geheimnis. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Level zu bestehen. Zeigen. Vielleicht kann ich euch irgendwann das
Spiel, ach Quatsch, das Spiel, das Level, die Levels rüber transformieren, falls ich euch mal treffen sollte und ihr einen Mario Maker mit dabei habt. Mario Maker für den 3DS. Kann man das machen, wenn ich euch irgendwann mal sehe und ihr mich erkennt. Ich habe, wie gesagt, immer mein 3DS mit, wenn ich unterwegs bin. Da kann ich auch das Spiel mal mitnehmen. Könnt ihr selbst spielen und das Geheimnis herausfinden. Ich wette, die meisten haben es auch schon gesehen. Das Geheimnis. Und vermuten, was da läuft. Wirklich. Ein Hammer, Bruder! Anstelle eines Bum-Bums. Die gab es ja hier nicht zur Verfügung. Aber es soll an das Level aus Mario 3D Land erinnern. Ein Hommage an Mario 3D Land. Nice. Welt geschafft. Nice. Finde ich ganz gut. Auch meine Levels zeigen zu dürfen. Im nächsten Part geht es dann an Welt 3. Von den eigenen Levels von mir. Hier nicht zu lange zeigen hier. Spoilern, will euch nicht spoilern. Ja, dann würde ich mal sagen, ist das hier vielleicht ein bisschen kürzerer Part. Das kommt mir nur recht. Dann kann ich mich an die nächste Aufnahme wagen und für euch, dann habt ihr mal Zeit, um ein bisschen was anderes zu machen. An frische Luft zu kommen oder vielleicht auch alternativ, wenn ihr nicht an die frische Luft wollt, als einen anderen YouTuber zu gucken. Kann man auch sehr empfehlen. Gibt's gute andere YouTuber, die ich auch gerne in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da gibt es einige Links, die könnt ihr aktivieren, die Links, und dann gibt es da Empfehlungen von mir. Könnt ihr euch auch angucken. Wozu sonst habe ich die dort eingespeist, die Links. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part von Super Mario Maker für den 3DS mit meinen eigenen Levels gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf mein... Blablabla. Da habe ich mich glatt wieder versprochen am Ende des Parts. Lief so glatt. Ich hatte kaum Versprecher in diesem Part. Hab das bemerkt. Muss, glaube ich, kaum was schneiden. Das kommt mir auch sehr recht. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwillerlevel verpassen wollt. Ach, ihr wisst, was ich sagen wollte. Ja, ich bin sehr durch den Wind, sagte ich das schon mal. Die habt euch wohl in Tau drin. Bis zum nächsten Part von Super Mario Maker für den 3DS mit den nächsten Levels von mir. Oder bis zum nächsten Video generell. Hau drinne. Ciao, ciao, adios.